Moin, moin und schöne Grüße. Liebe Grüße hier auf dem Kanal vom George Share. Wir sprechen über verschiedene Dinge rund um das Thema Sonnenenergie, Solarmodule. Wir sprechen über Photovoltaikanlagen. Und heute in dieser Etappe hier, da gibt es ein Video, wo eure Fragen und eure Kommentare beantwortet werden. Und zwar widmen wir uns heute dem Thema Solarmodule. Questions and Answers Q&A zum Thema Solarmodule. Da wird George gleich einige Fragen von euch beantworten. Wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr immer so fleißig unter den Videos kommentiert. Auch bitte weitermachen. Und wir haben uns jetzt für diese Etappe heute einige Fragen rausgeholt zum Thema Solarmodule und fangen wir gleich mal an mit dem Alex Herbold. Der hat nämlich eine Frage zur Befestigung von Solarmodulen, George. Der fragt, ist es besser, ein Photovoltaikmodul zu klemmen oder es in ein Einlegersystem zu installieren? Also wir haben beide schon verbaut. So, ich finde in diesem Zusammenhang viel wichtiger zu wissen, mit welchem System der Installateur Erfahrung hat. So, das, glaube ich, ist sehr viel wichtiger, wenn er sagt, ich klemme die Module, ich mache das schon x Jahre und habe Erfahrung damit, dann würde ich das nehmen. Und wenn er das Einlegesystem nimmt und sich damit auskennt, beide Systeme haben Vor- und Nachteile. So, und ich glaube, wichtig ist zu wissen, dass man sich damit auskennt und es richtig verbaut. Beim Einlegesystem muss man darauf achten, dass es durch Wind keine Windgeräusche gibt, dass es nicht klappert. Also das liegt ja dann wirklich lose, schwimmend sozusagen in diesem Einlegesystem. Das wäre so ein Kriterium. Und beim geklemmten System ist halt auch wichtig, dass es schön verbaut wird, also dass das nicht irgendwie schräg aussieht oder so. Und wie gesagt, beides hat seine Nach- und Vorteile. Sehr gut, sehr gut. Es gab viele, viele Fragen unter dem beliebtesten Video zum Thema Solarmodule-Vergleich. Das haben wir schon vor 2 Jahren gemacht, 2021. Da kommen immer wieder neue Fragen und gerade haben wir da eine Frage bekommen von Romeo Alpha. Der sagt nämlich, ich sehe auf vielen Hausdächern Module, die je nach Wetter die Farbe wechseln und nur bei direktem Sonnenschein einheitlich schwarz sind. Ist das ein Merkmal für schlechtere Qualität und wie kann ich solche Fehlgriffe vermeiden? Was sagst du denn dazu, George? Also ist überhaupt kein Merkmal für schlechte Qualität, sondern Silizium, das ja zugeschnitten wird, also woraus ein Solarmodul besteht, diese Zelle, das kann durchaus Farbveränderungen haben. Das ist ja ein Naturprodukt, das ist auch ein natürliches Erscheinen, dass die Farbe leicht ändert. Wir sehen das heutzutage viel weniger. Teilweise hatte ich das schon bei SunPower-Modulen, dass die ein bisschen ihre Farbe ändern, nicht ganz gleichmäßig aussehen, aber auf die Qualität hat das überhaupt keinen Einfluss. Klar gibt es manchmal Leute, die das dann ästhetisch stört oder so. Dann muss man halt ein anderes Produkt wählen. Bei anderen Produkten habe ich jetzt wenig Rückmeldungen, was die Farbveränderung anbelangt. Ja. Okay, super, danke. Wir haben übrigens gerade zu diesem Video, was doch sehr beliebt war zum Thema Solarmodule-Vergleich, haben wir nochmal eine neue und aktuellere Version, ja, weil man ja immer wieder neue Modelle auf dem Markt findet, herausgebracht. Und das Video verlinken wir euch auch hier und auch in der Infokarte. Und stellt gerne weitere Fragen. Es gibt eine weitere Frage an dich, George. Joshua Bohlen möchte wissen, wie kann man als Privatperson an Solarmodule der Firma Soluxtec kommen? Kannst du dazu was sagen? Ja, ich gehe mal davon aus, dass Soluxtec nur über den Großhandel vertreibt, also halt bewusst diesen Betriebsweg gewählt hat und dass man halt da als Privatperson nicht rankommt. Die deutschen Hersteller stehen sowieso massiv unter Druck, also weil die Chinesen zum Teil jetzt aktuell mit den Preisen wirklich massiv unten reingehen. Es gibt auch in Europa eine Schwemme von Solarmodule. Und die deutschen Hersteller kämpfen eigentlich damit,
dass sie überhaupt ihre Preise verlangen können und überleben. Also die kämpfen, die deutschen Hersteller kämpfen zurzeit ums Überleben. Man kann es nicht anders sagen. Ja, sie hoffen natürlich auf Subventionen von der EU, aber ja, die Frage ist, ob das dann nicht zu spät ist, wenn die kommen, wenn überhaupt Subventionen kommen. Ja. Okay, wo wir gerade über Hersteller sprechen, gibt es hier noch eine Frage, und zwar neben Meyer Burger, gibt es da noch andere Hersteller, die Solarmodule statt Dachziegel direkt auf den Dachstuhl bauen? Also Hersteller, welche Hersteller gibt es, die Solarmodule direkt auf den Dachstuhl quasi bauen und dafür sich eignen? Ja, hier ist wahrscheinlich gemeint, dass wirklich ein Solarmodul so aussieht wie ein Dachziegel, also dass man sozusagen dieselbe Eindeckung hat wie bei einem Dachziegel. Dieses Produkt von Meyer Burger ist bekannt, oder? Dass sie das anbieten. Ich meinte mich zu erinnern, dass es dann zum Beispiel über drei Ziegel in der Breite oder hinweg ein Solarmodul ist, das einfach die Höhe hat eines Dachziegels. Es gibt auch weitere solche Nischenanbieter, die das machen. Man muss sich bewusst sein, dass wir wie bei Indachanlagen überhaupt, oder? Das ist dann wieder ein ähnliches System, passt sich aber in der Höhe nicht der Ziegelhöhe an, dass das halt sehr teuer ist. Also von Indach sprechen wir in der Regel von doppelt so hohen Preisen wie bei einer Aufdachanlage. Ist wahrscheinlich mehr verbreitet in der Schweiz und in Frankreich. Das rührt daher, da es hier immer noch höhere Förderungen gibt für sogenannte Indachanlagen, oder? Also wenn man quasi das Solarmodul direkt auf das Unterdach baut und das Solarmodul auch die Funktion des Regenwasserabführen übernimmt. Oder? Mhm. Okay, interessant, sehr interessant. Ich weiß ja, dass du auch nicht so ein extremer Fan von den Indachanlagen, sondern eher den Aufdachanlagen bist. Ich weiß auch noch, dass das damit zu tun hat, dass man die, glaube ich, besser ersetzen und reparieren kann, ne? Ja, wir hatten jetzt einen Fall, 10-jährige Anlage, sind drei Module durch Hagel oder Schneedruck oder Kinder, die Steine hochwerfen, hatten wir auch schon auf die Anlage, sind die futsch, oder? Drei Module sind kaputt und die kriegen wir nicht mehr. Und jetzt? Wie regelt man dann sowas? Ja, das wir haben jetzt sogenannte Blindmodule eingebaut, also haben die ersetzt, oder? Also hoffen wir, dass jetzt nicht noch mehr passiert während der Lebensdauer von 30 Jahren, aber das ist eines der Probleme einer Indachanlage. Ich finde ja, sie sehen schön aus, muss ich ja ganz ehrlich zugeben, aber man muss ja auch die Praktikabilität von Reparaturen und so weiter einfach sehen. Mhm, okay. Danke für die Antwort darauf. Wir haben aus dem vergangenen Jahr haben wir ein Vergleichsvideo Solarmodule und da haben wir auch noch eine Frage. Und zwar finde ich ganz interessant, die Frage ist, statt der Maximalleistung eines Solarmoduls nicht viel wichtiger, wie das Modul mit wenig Licht zurechtkommt? Ist das nicht eigentlich noch ein wichtigeres Kriterium als die Maximalleistung? Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass die Zellen in den Solarmodulen vermutlich alle in denselben 2-3 Fabriken hergestellt werden. Meistens in China, es gibt nur noch in Europa nur noch eine ganz kleine Produktion und die sind, was die Zellen anbelangt, auf einem ähnlichen Stand. Also wir reden hier von monokristallinen Modulen, die wurden das Schwachlichtverhalten all dieser Zellen wurde in den letzten Jahren sehr viel besser. Das heißt, derart große Unterschiede bei diesem Schwachlichtverhalten hier spricht man ja davon, wenn wenig Sonne, wenig Licht vorhanden ist, was produziert ein Solarmodul? Das hat sich sehr stark angeglichen, oder? Also hier dürften alle heute auf dem Markt, also ich rede hier von den namhaften Herstellern, haben hier sicher ein sehr ähnliches Schwachlichtverhalten, oder? Also ich denke, hier kann man getrost die bekannten Namen nehmen, seien das die Chinesen, Jinko, Trina, Longi, wie sie alle heißen, oder auch die deutschen Hersteller. Wir hatten vorher von Soluxtec und Meyer Burger gesprochen. Das ist sicher so, dass vielleicht diese noch
ganz klein wenig besser sind, aber natürlich auch deutlich teurer. Das war schon mal ein kleiner Ausschnitt oder ein etwas größerer Ausschnitt, durchaus Fragen, die ihr habt, zu beantworten. Schaut euch auf jeden Fall das derzeit aktuellste Video nochmal an, das Solarmodule-Vergleichsvideo 2023. Da sind nochmal die Neuerungen in diesem Jahr zusammengefasst. Das lege ich euch sehr ans Herz. Und ansonsten stellt uns weiterhin eure Fragen und ab und zu machen wir dann hier solche Frage- und Antwortrunden. Alles Liebe, schaut euch die weiteren Videos gerne an und dann bis zu einem der nächsten Videos. Danke, lieber George, für deine ganzen Antworten. Bis bald.